Peace, meine Brüder und Schwestern, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut. Yes, und als Mensch, der eine Nahtoderfahrung gemacht hat oder ja mal so Zugänge entdeckt hat, spirituelle Erfahrungen gemacht hat, sage ich jetzt mal, obwohl wir alle spirituelle Wesen sind, die menschliche Erfahrungen machen, aber da wir irgendwie so da drin gefangen sind, in unserem Verstand, in diesem begrenzten Wahrnehmungsspektrum, interpretiert man das irgendwie anders und betrachtet es irgendwie verkehrt, dass man Mensch ist und manchmal spirituelle Erlebnisse macht. So wie auch bei Menschen, die ein Nahtoderlebnis haben, wie jetzt zum Beispiel bei mir. Ja, aber einfach so ausgedrückt, wie ist es denn, so eine spirituelle Erfahrung dann zu machen, ein Nahtoderlebnis sozusagen? Und mal dieses allumfassende oder göttliche oder wie auch immer zu erleben oder Teil davon zu sein. Also mal so raus aus diesem subjektiven Wahrnehmungsspektrum, wo man denkt, dass es so begrenzt ist und irgendwann stirbt man, dann ist nichts oder wie auch immer. Ja, und wie ist es, da mal raus zu sein? Und dann ein Teil von allem zu sein, sozusagen. Das beschreibt es eigentlich schon ganz gut. Ich habe dazu eine Metapher, ein Bild oder zwei Bilder. Zum einen muss man sich so vorstellen, oder kann man es sich so vorstellen, um da nochmal auf dieses subjektive Wahrnehmungsspektrum zurückzugreifen, wie ein Baum. So. Wir nehmen einen Baum wahr, so kann man es echt gut vergleichen, wir nehmen einen Baum wahr und die Blätter nehmen wir auch als Teil des Baums wahr. Genauso wie die Wurzeln, genauso wie die Äste, genauso wie der Baumstamm. Das alles nehmen wir als ein Ding wahr und sagen jetzt nicht, ja gut, also gut, das machen wir auch noch, dass wir sagen, hey, schau mal, das ist aber ein Blatt. Und da sagen wir aber auch nicht, okay, das ist jetzt ein getrenntes Teil von dem Baum, sondern es ist ein Teil von dem Baum. So, und wenn jetzt man sich das so vorstellt, dass wir Menschen ja auch alle miteinander verbunden sind und ein Teil von einem großen Ganzen sind und uns aber trotzdem als einzelnes, getrenntes, subjektives Ding Mensch wahrnehmen. Wie als würde das Blatt jetzt wahrnehmen, ja du, ich bin ein Blatt und das war's. Was Größeres gibt es da nicht. Ich bin auch an nichts angebunden oder so. Ich bin vielleicht noch an so einen Ast angebunden, das wäre dann noch das höchste der Gefühle, wie wir Menschen dann auch sagen, okay, sind dann noch Teil von der Natur vielleicht, Teil von so einem natürlichen Kreislauf, maybe. Aber das war's. Wir sind angebunden an diese Erde. Das war's dann aber noch. So, jetzt kommt aber der Ast von diesem Blatt, der dann ein Teil von einem größeren Stamm ist. Und der Stamm wiederum führt dann zu dem Hauptstamm oder wie so ein Fraktal, ne? Fraktale kennt ja auch jeder. Und irgendwie geht es dann noch runter und was weiß ich. Und der Baum ist ja dann aber auch noch Teil von dem Kreislauf, von der gesamten Natur oder von dem gesamten Wald, wo man heutzutage auch weiß, dass der ganze Wald, die ganzen Bäume ein Ding sind, miteinander kommunizieren über die Duftstoffe, über Pilze, durch die Wurzeln unten und so weiter, dass sie sich gegenseitig warnen, hey, hier gibt es Pestizide oder Käfer oder sowas, und dann schütten die Bäume weiter hinten wieder andere Sachen aus, um das abzuwehren. So, steckt irgendwie noch eine größere natürliche Intelligenz dahinter, wie so ein kollektives Bewusstsein von den Bäumen, von der Natur. Versteht ihr? So, jetzt aber, wenn das Blatt sich selber als einzelnes, getrenntes Ding wahrnehmen würde, maximal noch irgendwie als Teil von diesem anbindenden Ast,
wo auch andere Blätter dranhängen, die sich ebenfalls als subjektives Einzelteil wahrnehmen, was vielleicht noch damit verbunden ist, aber darüber hinaus geht die Wahrnehmung jetzt nicht oder das Bewusstsein von diesem Blatt, wenn man es mal so nennen würde. Und dann gibt es ja noch einen Kreislauf irgendwie, jedes Jahr, dann sterben die Blätter ab und werden quasi wieder neu geboren auf diesem Ast. So. Und wir nehmen das ja jetzt nicht immer so wahr, boah, stürmen jetzt immer wieder viele Einzelteile oder sonst irgendwas, sondern der Baum ist ja noch da. Der lebt ja noch. So. Der stirbt auch mal wieder ab. Und dann wachsen da neue Bäume, die haben dann auch wieder Nachkommen und so weiter. Also wie im Kleinen, so im Großen. Ne? Es ist, die Blätter sterben ab, werden wieder geboren, Bäume sterben ab, der Wald ist aber immer noch da, wenn der Mensch ihn nicht abholzen würde. Der Wald ist immer noch da und vergrößert sich, wandert auch mal irgendwie und so. Und ja, das ist immer ein Prozess. Die Natur ist aber immer wieder da. Dann ist es aber ein Teil von diesem ganzen Planeten und der Planet stirbt vielleicht irgendwann mal, und dann werden neue Planeten geboren, ein Universum stirbt von mir aus, ein neues Universum wird geboren, so ist ja dieses Universum hier entstanden, Urknall. Keine Ahnung, ob es noch andere Universen gibt. Da will ich mir jetzt nicht, da will ich jetzt nicht sagen, dass ich die Arroganz besitze, das zu wissen. Aber vermuten ja auch viele Menschen, wäre einfach auch nur logisch, dass es ständige, unendliche Prozesse gibt. Kreisläufe, die wir bisher noch nicht verstanden haben, die Millionen von Jahre gehen. Milliarden von Jahre. So. Okay. Jetzt gibt es uns Menschen hier. Und wir nehmen uns auch als Einzelteil, als Subjekt wahr, was auch geboren wird, was irgendwann stirbt, das Leben ist endlich, und dann ist es vorbei. So. Da gibt es dann nichts Größeres sozusagen, oder? Okay. Und wie ist es jetzt aber, diese Nahtoderfahrung zu machen, dieses Gefühl mal zu haben? Und da habe ich jetzt, wie gesagt, eine Metapher. Das jetzt einfach mal zum Verständnis mit diesem, was ich meinte, dass wir uns als subjektives Ding wahrnehmen. Ein Leben, was sich als subjektives Teil betrachtet, was irgendwann ausstirbt, und dann ist es vorbei und dann war es das. Ne? Und dann kommt nichts danach, das war nichts davor. So. Und wenn man jetzt aber ein Nahtoderlebnis hatte oder mal so eine spirituelle Erfahrung macht oder whatever, eine göttliche Erfahrung, egal. Ne? Wie vielleicht manche Propheten hatten oder Philosophen oder Erfinder, Visionäre oder so, ist erstmal jetzt egal. Aber wie ist es? Und ich glaube, das kann man sich so vorstellen, dass es eine unbegrenzte Ressource gibt, als Vergleich jetzt wieder, wie bei uns auf dem Planeten, wie Wasser, die Weltenmeere, Wasser. Stell es dir einfach mal vor. So. Und jetzt verdampft dieses Wasser. Löst sich auf. Also wir sehen das hier so in so einem Teich. Das, na gut, das ist dann nicht ganz weg, aber stellt es euch einfach mal vor, so ein gesamter, so eine Pfütze auf der Straße oder so. Da ist jetzt dieses Wasser in dieser materiellen, festen Form. So, jetzt kommt die Sonne, das Ganze heizt sich auf und auf einmal verdampft es, wird unsichtbar und diese materielle Form löst sich auf, steigt auf. So. Und dann könnten wir das ja so wahrnehmen, okay, das ist jetzt weg, das ist gestorben, sozusagen. Die Pfütze ist gestorben. Aber ist es wirklich so? Ist wirklich dieses Wasser, diese Pfütze, dieser materielle Bestandteil gestorben? Oder können wir es gerade nur nicht mehr wahrnehmen mit unserem begrenzten Wahrnehmungsspektrum, sozusagen, aufgrund von unserem Glaubenssystem oder whatever? Wie wir halt Dinge wahrnehmen einfach. Nö, ist es ja nicht. Das ja, hat sich ja nur, ist ja nur verflüssigt und ist jetzt irgendwie gerade in einer anderen Form, vielleicht in den Wolken oder in der Atmosphäre oder sonst irgendwas. Und dann kommt es ja wieder. Und dann regnet es irgendwann mal wieder und auf einmal ist wieder eine Pfütze da. Und dann würden wir sagen, okay, das ist jetzt eine neue Pfütze. Das ist neues Wasser. Das ist nicht neues Wasser.
Kann sein, dass es wieder andere Bestandteile hat und ne, sich vermischt hat, aber das war davor auch schon da. Das hat sich verdampft, aufgelöst. Wir konnten es nicht mehr wahrnehmen, es war unsichtbar. Hat sich wieder anders zusammengefügt, hat sich wieder verfestigt, materialisiert, ist wieder runtergekommen, wie ist wieder da. In einer anderen Form. Und irgendwo anders an einem anderen Ort ist auch wieder Wasser runtergekommen, auch wieder in einer anderen Form. Andere Bestandteile oder gleiche Bestandteile, aber es sind nicht die exakt selben Tropfen. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. So, und wie ist es jetzt bei uns Menschen? Vielleicht ist ein Mensch gestorben, der Körper wird wieder Teil der Natur, löst sich auf. Wir können diesen Menschen nicht mehr wahrnehmen, weil er nicht mehr in physischer Präsenz unter uns weilt. Wir können uns nicht mehr unterhalten, nicht mehr wahrnehmen, nicht mehr verbinden, austauschen mit unserem begrenzten Wahrnehmungsspektrum, mit unserem Bewusstsein. Ist es wirklich so? Ich sag nein. Weil ich habe mich selber auch schon mal gefühlt und jeder, der eine Nahtoderfahrung hatte, ebenfalls, dass man nicht mehr hier war, Teil davon, sondern quasi wie den Regentropfen oben in der Wolke und irgendwie außerhalb von diesem Körper war. Auf einmal ist man aber wieder da und denkt sich so, hä? Ist halt so neu geboren, aber hat auf einmal diesen Kontrast. Und da macht es irgendwie wieder, da macht es Sinn, wieder Sinn. Man erinnert sich wieder, sozusagen. Es ist kein neues Wissen, sondern erinnert sich wieder so. Und es macht halt Sinn, weil man, ja klar, wie so ein Déjà-vu, ja, voll, klar. Man geht danach, ist in einer anderen Form irgendwo anders und kommt wieder her in anderen Formen, ne? Klar, es ist ein neues Leben dann, aber ist auch wieder da. Aber so im Grundprinzip ist man da unsterblich, weil man ja auch kein getrenntes Teil ist, sondern nicht das Blatt, sondern auch nicht nur der Baum, sondern auch nicht der ganze Wald, sondern die gesamte Natur, die gesamte Erde, das gesamte Universum ist sozusagen. Auch wenn sich's krass anhört, aber genau so ungefähr kann man sich's vorstellen. Und da geht man hin, wenn man diese Erde halt verlässt. Und dann vielleicht inkarniert oder irgendwo anders bleibt oder whatever. Will ich mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, wie es im individuellen Fall immer ist, so dass man sich wieder als neues subjektives Ding wahrnehmen kann. Dieses Paradoxon getrennt von allem, aber trotzdem mit allem verbunden. Will ich jetzt mir nicht anmaßen, aber auf jeden Fall kann man sich so vorstellen und auch erleben und fühlen. Dieses intuitive Wissen sozusagen wahrzunehmen. Ja. Das ist dann das, was davor ist und was danach ist. Was danach kommt, was davor da war, wo Raum und Zeit keine Rolle spielt, wo alles existiert, wo alles Wissen zusammenkommt, jede Erfahrung zusammenkommt, was manche als Gott beschreiben würden, manche einfach nur als Universum und so weiter und so fort. So ist es. Ein Nahtoderlebnis zu haben und so eine Erfahrung zu machen. Wie gesagt, vieles kann man nicht in Worte beschreiben. Ich kann auch immer nur die Worte benutzen, die ich so in meinem Wortschatz habe, um diese Gefühle, diese intuitiven Dinge so weiterzugeben, diese Erfahrungen, die man gemacht hat, irgendwie zu teilen, dass es greifbar ist wie möglich. Ja. Yes, that's it. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Falls es Fragen gibt, schreibt es in die Kommentare und ja, oder schreibt mir eine DM oder whatever. Ganz viel Liebe geht raus. Bis dahin. Peace out.